Platz gewählt, Kamerad. Oh, das ist Sandy. Es ist schon super spät, wir haben schon 1 Uhr nachts und schaut mal, wer hier noch ist. Opfer Nummer 2. Opfer Nummer 1. Opfer Nummer 3. Aber was ist das Opfer? Ich bin die Mutter aller Opfer. Gerade gesagt. Also, ja, ich habe euch nicht mitgenommen, tut mir leid, aber... Ja. Dafür zeige ich euch andere tolle Einblicke. Wir haben so viel gefeiert. Und da ist Alkohol zum Wohl. Es ist Grog. Sandy, wie war dein Geburtstag schon? Schön. Er ist ja noch nicht. Oh, das sieht so schön aus. Gibt's noch was zu essen? Wie genau? Ja. Kuchen? Kekse. Oder wer? Das sind so Opfer. Wir haben heute auch schon Videos gedreht. Ich glaube, ich muss Schluss machen wegen der Musik, sonst wird mein Video gesperrt. Ja. Also bis dann. Tschüss. Wollt ihr auch noch was sagen? Tschüss. Ja, und ich bin total kaputt, deswegen die Sonnenbrille. Ich bin total müde, ich habe ja nur 3 Stunden heute Nacht geschlafen. Ist auch super laut hier. Und ja, der Geburtstag gestern von der Sandy war total schön. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben. Es war toll, dass wir zusammen waren. Und ja, wie gesagt, wir haben wenig geschlafen. Und es ist ja Sonntag und es heißt Family Time. Und meine Kinder haben mich vermisst. Ja, ein bisschen habt ihr mich vermisst, oder? Viel. Oh, mein Baby. Ja, und dann essen wir jetzt noch lecker zu Hause. Die Mama kocht dann noch was. Und dann machen wir uns fertig fürs Bett. Morgen ist ja Schule. Also nochmal duschen und so weiter. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen nochmal. Bis dann. Tschüss. Hallo, guten Morgen. Ich habe jetzt einen Arzttermin. Oh nein, ich bin so aufgeregt. Ja, ich gehe jetzt zum Chirurgen und ja, das schiebe ich schon 3 Jahre vor mir her und heute ist es endlich soweit. Wie gesagt, ich habe jetzt gleich den Termin, ich muss mich beeilen, da ist auch die Bella. Ja, und ich glaube, ich zitter schon ein bisschen. Nein, mein Gott, ich habe 4 Kinder auf diese Welt gebracht. Da werde ich ja wohl diesen kleinen Eingriff überstehen. Was lasse ich denn überhaupt machen? Ja, ich lasse mir mein Ohrläppchen zusammennähen. Das sieht nämlich total unschön aus und jetzt schaut jeder dahin, ne? Ist klar, also ich gehe jetzt schnell zum Termin. Ich muss mich beeilen und wir sehen uns später. Ich glaube, das ist mein Herz. Es pumpt sich was auf. Ich halte es lieber zu, weil es sieht echt nicht schön aus. Mein Mann ist übrigens auch da. Schaut, da ist er. Der hält mir jetzt die Hand. Der hat Hunger. Der ist schon voll genervt. Ich bin fertig. War gar nicht so schlimm. Ich erzähle euch dann zu Hause davon. So, da bin ich wieder. Ja, so schlimm war es jetzt eigentlich wirklich nicht. Ich habe umsonst jetzt irgendwie so ein bisschen Angst gehabt. Also ich meine, es ist klar, ne? Es ist ein Eingriff und man wird betäubt und man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es überhaupt nicht schlimm war. Also klar, die Spritze, die habe ich ganz deutlich gespürt und es hat halt auch ein bisschen wehgetan. Ja, mein Gott, aber das war auszuhalten und dann musste ich erstmal warten. Das war total lustig, da habe ich relativ viel gesnappt und alle meinten, ey, wie locker du bist und so. Ja, ich habe mich halt total kaputt gelacht, mein Mann kam ja noch dazu. Und dann wurde die Haut so angeritzt. Das hat echt total gestunken. Das war richtig eklig. Die wurde so angesenkt, die Haut. Also angesenkt. Ja, es musste halt eine Wunde entstehen, damit man das dann so zusammennähen kann. Ne? Ja, und dann hat er nochmal eine Viertelstunde ungefähr ja, da rumhantiert. Aber ich habe nichts gemerkt. Also klar, ne, man merkt die Bewegung und so weiter. Ich hatte so ein großes Tuch auf dem Kopf. Und ja, jetzt habe ich hier ein Pflaster. Und das Ganze hat 168 € gekostet. Genau, ich bin mal gespannt aufs Ergebnis, aber er hat jetzt gemeint, es ist voll gut geworden und ich bin jetzt echt froh, dass ich das in Angriff genommen habe. Ich frage mich, warum ich so lange gewartet habe, das zu machen. Und ja, jetzt kommt noch jemand, der unseren Kaffeevollautomaten holt, weil der
auch langsam den Geist aufgegeben hat. Ja, wir haben voll Pech im Moment, ne? Wir haben voll die Pechsträhne. Übers Wochenende ging die Heizung nicht. Da waren 3 verschiedene Heizungsmonteure da. Jeder wusste irgendwie nicht, wohin er fassen soll, was da jetzt kaputt ist und so. Ja, 18 Grad hatten wir im Haus, im kompletten Haus, und es war kalt. Es war kalt, ja. Okay, also, jetzt warte ich, dass Alessandro von der Schule kommt, machen wir Hausaufgaben und dann gucken wir mal, was heute Mittag noch so passiert. Ja, so viel zur Geschichte zu meinem Ohr. So, da bin ich wieder, zusammen mit der Bella. Wir gehen jetzt einkaufen, wir müssen Großeinkauf machen, wir haben keine Milch mehr und so weiter. Alessandro hat jetzt schon zum Mittag gegessen, hat auch Hausaufgaben gemacht. Wir haben auch ein Besucherkind da, das natürlich nicht gefilmt wird. Und die Bella denkt, sie darf mit. Nein, Bella, du darfst nicht mit zum Einkaufen, dann geht die Mama alleine. So, also, jetzt müssen wir uns beeilen. Der Postbote war übrigens auch da, hat mir ein großes Paket gebracht, das zeige ich euch dann im Anschluss. Jetzt müssen wir einkaufen. So, Lassie, bist du bereit? Ja. Okay, da ist übrigens unser kaputtes Ceran-Kochfeld. Das müssen wir noch entsorgen. Und da ist das Paket, das angekommen ist. So, der Lassie macht jetzt... Türsnap. Türsnap, genau. Wisst ihr Bescheid. Auf Snapchat haben wir immer einen Türsnap. Mhm, jedes Mal. Los geht's zum Einkaufen. Wir sind gerade in einem Spielzeuggeschäft. Alessandro schaut nämlich nach einem Geschenk. Der hat nämlich bald Geburtstag. Und wir machen immer so Gutscheine. Also die Geburtstagsgäste, die schenken Gutscheine von dem Geschäft, das man sich eben aussucht. Und dann kann Alessandro sich seinen Wunsch erfüllen. Und er wünscht sich, ich zeig's euch. Ein Longboard wünscht Alessandro sich. Aber es ist riesig. Das testen wir jetzt mal, oder? Ja. Wollen wir mal fragen, ob wir das mal runter machen können, Schatz? Ja. Okay, los geht's. Also es heißt ja Longboard, weil es long ist, ne? Aber es ist definitiv zu groß. Wir gucken jetzt noch in einem anderen Geschäft, ob wir ein kleineres finden. Also so eine Art Skateboard. Kauft ihr auch so gerne ein wie ich? Ich kaufe überhaupt nicht gerne ein. Aber ich muss ständig einkaufen, weil wir viele Personen sind. Ja. Ne, Lassie? Mhm. Also der Lassie hilft mir jetzt aber. Ich hab einen Helfer, der alles für mich transportiert. Na, Lassie? Ja. Also, wollt ihr auch was Süßes? Mm, die sind so lecker, schau mal. Mm. Die mag ich. Ja. Die magst du auch, ne? Also, ja. Was brauchen wir noch? Ich nehme einen Kürbis mit und einen Lauch. Voll interessant, mein Einkauf, ne? Alessandro freut sich jetzt bestimmt über eine Sharon-Frucht, also ein Kaki. Lassie, magst du ein Kaki? Ja. Soll ich mitnehmen? Ja. Ein oder zwei? Eine. Also da. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was zum Knabbern und ich wollte euch sagen, dass jetzt so langsam mein Ohr anfängt weh zu tun. Ich glaube, die Betäubung lässt nach. Also jetzt pocht es auch, also ich merke, dass es weh tut, aber es ist noch auszuhalten. Ich muss weiter einkaufen. Besucherkind schiebt den Wagen. Ah ja, für irgendwas müssen ja Besucherkinder auch mal gut sein. Ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Ich habe euch ja versprochen, dass wir noch gemeinsam das Paket aufmachen, das mich erreicht hat. Das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Tada! Neue Töpfe, yay! Schaut mal, wie schön farbig die sind. Und zwar nennen die sich sogar Happiness. Ja, bei der Farbe auch kein Wunder. Ich hole das jetzt mal eben raus. So, ich habe sie jetzt mal rausgetan aus dem Karton. Schaut euch mal bitte diese schönen Pastelltöne an. Richtig cool. Da sind jetzt noch die Deckel mit dabei. Und was ich richtig genial an diesen Töpfen finde, ist, dass da noch so eine Vorrichtung ist. Also hier, dass ihr das Wasser abgießen könnt. Also ihr müsst dann quasi hier einen Daumen drauf machen und hier... Also so festhalten, ne? Und dann kippt ihr so das Wasser raus. Und ja, dann kommt hier, seht ihr das? Ja, das Wasser. Dann braucht ihr kein extra Sieb. Richtig cool, oder? Ich freue mich voll.
Hallo meine Lieben, guten Morgen. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr gestern bei euch gemeldet. Sorry dafür, ich hatte total viel Stress auf der Arbeit. Und ja, jetzt ist es früh am Morgen, ich muss mich beeilen. Wir haben nämlich einen Banktermin, mein Mann und ich, der wartet schon auf mich. Und heute Mittag geht es dann für mich nach Frankfurt. Und heute Abend ist nämlich das Lush-Event. Ich fahre schon ein bisschen früher hin nach Frankfurt, damit ich noch ein bisschen was erledigen kann. Ein Stück weit nehme ich euch dann mit zum Event und jetzt muss ich mich echt beeilen. Ich zeige euch noch ganz kurz mein Outfit. Und zwar sind meine Schuhe von Schuhtempel 24. Dann habe ich die Jeanshose von Only an. Die Bluse ist von Zara. Und ja, jetzt muss ich mich beeilen. Da hinten steht meine MCM-Tasche und mein dicker, fetter Schal von Zara, damit ich nicht friere. Und zu meinem Ohr sage ich euch dann am besten in Frankfurt noch ein bisschen was. Also, bis später. Fertig bei der Bank. Jetzt muss ich schnell nach Hause. Der Alessandro kommt von der Schule und ich muss noch ein Mittagessen zaubern. Mist. Wie immer. Ja. War ein bisschen anstrengend bei der Bank, aber wir haben den besten Banker der Welt, der ist super lustig und ich verstehe mich super gut mit ihm, auch privat sind wir befreundet und das passt einfach. Trotzdem habe ich jetzt Kopfschmerzen. Hallo, hallo, wir sind in Frankfurt angekommen. Yay, also ich, hier die Mayra und der Elvis und wir sind jetzt hier in einem richtig coolen Laden. Wir essen jetzt erst was, bevor das Event beginnt und mich probieren die Leute von vorher an. Wir stehen ja auch hier in der Schlange. Oh. Ist so. Also wir bestellen jetzt und dann geht's ab zum Lachen. Wie nennt sich das? Tong Thai. Tong Thai. Genau, Frankfurt. Kommt vorbei, sagt liebe Grüße von daheim mit dem kaputten Ohr. Ich bin mit meinem Schatz bei Lach. Hola. Hola, chicas. Aber nehmen wir mal was in Spanisch. Estamos ahora en un evento y es super genial. Me encanta y aquí huele muy, muy bien. Das kurz habe ich gesagt, meine bei uns Spanier geht es nicht kurz. Also wir sind jetzt gerade beim Event und hier hinten ist noch der Elvis. Der Elvis ist so süß. Ihr müsst unbedingt auf seinem Kanal vorbeischauen. Der riecht voll gut. Der riecht so gut, der Elvis, unglaublich. Ja, das ist dann. Ich liebe den Elvis voll. Ich mag den so, so gerne. Also nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Die liebe ich auch. Ich liebe alle. Meine Sonios. Kannst du mal aufhören, mich da gerade am Kopf aufgefasst. So, also wir sind wie gesagt gerade bei Lush. Und hier ist die Nina. Yay! Ich freue mich voll. Ja, weil meine Augenbrauen sind eh voll scheiße. Gut, dass du es ansprichst. Meine sehen heute aus wie Türstopper. Schau mal, wie groß sie ist. Guck mal, wie klein ich bin. 1,82. Die Heidi ist gar nicht groß. Klein. Ja. Heidi ist gar nicht klein. Die ist eigentlich riesengroß. Ich bin nur einfach noch viel größer. Ja, ist klar. Gut, also wir passen jetzt mal ein bisschen auf, oder? Ja. Wir sind ja wegen Lachen. Also, ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Mit meinem Oberschatz. Hier ist mein neuer Schatz. Sehr schöner Schaum wird. Da bleibt noch bis zu 45 Minuten im Bad drin. Oh. Und da haben wir auch flüssiges Gold. Wow. Ah, oh, sieht das schön aus. Oh, das ist sehr toll. Super.
Meine Lieben, da bin ich wieder. Hi, ich habe gemerkt, dass ich total viel gefilmt habe, deswegen versuche ich mich mal kurz zu halten. Ich habe versprochen, dass ich euch mal mit ins Büro nehme und ja, Versprechen muss man einhalten. Wir sind jetzt hier im Büro. Ich wollte euch noch ein bisschen was über mein Ohr sagen. Heute hatte ich noch mal einen Termin beim Chirurgen. Mir wurden 5 Fäden gezogen, 5 sind noch drin, da muss ich dann in 3 Tagen noch mal hingehen. Das war überhaupt nicht schlimm, das hat halt ein bisschen geziebt. Aber ja, wie hat eine so schön gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Genau, ich bin total froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dass ich mich getraut habe und dass ich es endlich in Angriff genommen habe. Ich bin total glücklich. Und war das jetzt eine Schönheits-OP oder eher nicht? Was meint ihr? Ja, ansonsten ist wirklich wieder viel passiert die Woche. Im nächsten Vlog verspreche ich euch, dass ich ein bisschen mehr Familienalltag zeigen werde, von zu Hause aus filme. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr da wieder mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag oder Abend. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut und bis bald. Tschüss!